Moin Leute und Geht's willkommen. jetzt los? Ja, jetzt geht's auch wirklich los Echt jetzt? Wirklich? zu einer neuen Folge Das hast OMSI du beim 2. letzten Mal auch schon gesagt. Wie versprochen fahren wir Ruhr auf 2 mit dem Carsten und dem James. Ja, Hallo. Hallo. Zum So, zweiten Mal. und Ja, wir ja, fahren noch gerade mal. eben hat der James mir die Kasse kaputt gemacht. Ja, ich, Ja, klar. weil du so oft von deinem MAN-Sheet geredet hast und den Bus damit beleidigt hast, ja. Beleidet hast du Beleidet mich. hast. Du hast ihn Beleidet. dadurch beleidigt, dass du gesagt hast, dass Ruhrau nur einen von der Sorte hat. Da hat er sich einsam gefühlt, du Drecksack. Also Ja, alle, die den C2 gut, mögen, einen bitte in langen den und einen Kommentaren kurzen. protestieren. So. Dafür gibt es genug Facelifts. Ja, der C2 ist schöner. So, und gut, wir fahren jetzt die 165 vom Hauptbahnhof zum Merscheid Mensch. LVR Klinik. Merscheid LVR Klinik. Ja, das Ja. 165er Embargo ist gefallen. Ja, mit der Folge Yeah. von gestern von Carsten. Von Und heute. ja, von Ja, also heute von für die gestern Leute von heute. gestern. Ja, so. Immer diese Zeitblasen. Und wir können jetzt die Er hat Blasen gesagt. 165er. So, Rot zu werden. ich steig mal ein. Stock. So, entsperren. Entsperren. Nicht hingucken. Aha. So. Da, ah, geht. Motor starten. Starte mal den Motor, bitte. Wie kalt, warm haben wir es hier? 15 und drin 16. Das reicht. Sagst du, mir ist aber kalt. Du Weichei. Pussy. Ja, nur dass der Jetag beweist, dass er weiß, wie die Heizung funktioniert. Was ist das denn? Was? Das ist ja hier mit dem Haus fährst du ja. Ja. Der Wahnsinn. Hammer, ne? Also geht das aber nicht hier. Nee. Hey, komm. Oh. Er wollte Ja. nicht rum. Der wollte nicht rum, ne? Und Mit dem Haus könnte ich niemals fahren, irgendwie, glaube die ich. FPS hier. Skype ist scheiße. Ich mag Skype nicht. Das Problem nicht. Also ich habe Quatsch, ohne Skype Bildschirmübertragung mit einem normalen Bus. Ja, ich wollte nur weit genug ausholen, damit ich hier rumkomme. Also mit einem nicht Darius Bus, ja. Und vier anderen Bussen hier und ohne Skype habe ich hier 25 bis 30 FPS im Hauptbahnhof. Ja, aber das hatte ich auch bei der letzten Aufnahme, ne? Morgen einen Das ist mir auch normalen aufgefallen. Fahrschein. Einen normalen Hallo. Fahrschein hätte er gern. Hallo. Ich hätte gerne eine gibt ja normale sogar Geld Fahrkarte. raus, ohne T zu drücken und so. Das hält Was? aber nicht lange durch. Ja, wollte ich auch gerade Warum nicht? Habe ich sagen. vorhin schon Das die ist ganze Fahrt über morgen. gemacht. Kein Fahrschein, Echt? bitte. Ja. Cool. Ja, irgendwie habe ich das zu hoch eingestellt. Wird sich aber Ich ändern. dachte, du hättest das schon angepasst. Nein. Na, Mensch, Carsten. Ist ja noch das Ruhr-1-Ticket-Pack, Mensch. Habe ich noch nie gemacht. Aber mit Euro. Warum hast du die Tür schon zu gemacht? Oh, guck mal, Ja, noch Zeit. Jasmin möchte eine normale Fahrkarte haben. Eine normale? Ja. Dankeschön, Also eine bitteschön. ganz normale. Ja, so eine ganz normale. Ist das nicht wunderschön? Ja, ne? Ja. Das hat er aber schon angepasst, oder? Nee, das war Was an der denn? Klinik, war das falsch rum. Das mit den 20 Leerzeichen. Nee, da brauchte ich das ja nicht. Das Ziel gibt es ja nur einmal. Also, So, wir das ist ja können das los. Gute. Das Problem ist halt, wenn du also das gleiche Ziel hast aus verschiedenen Richtungen mit verschiedenen Linien, dann musst du halt dann gucken, wenn du halt gerade Ja, über dann. irgendwas hast, ne? Dann muss man da halt sich was Ja, überlegen. Carsten, darf ich dir einen Tipp geben? Also zumindest beim Hauptbahnhof. Ich schreibe doch einfach noch den Bussteig am Hauptbahnhof dazu. Das würde auf den Anzeigen nicht ganz so. Also schon seltsam, aber nicht ganz so seltsam aussehen. Ach, du meinst dann Ja, oben rechts in die Ecke noch den Bussteig dazu? ich hab da eine andere Nein, Idee. einfach Ich muss dir nur Hauptbahnhof, noch mal. Komma, Steig,
Dingsbums. Nein, das ist doof. Ne, der Carsten findet das doof. Ich hab gehört, der Carsten hat da schon eine Idee. Ja, ich hab da schon eine Idee. Ich muss sie nur noch ausprobieren. Da war ein Auto, ja. Julian. Das Problem ist, James, wie kriegt man den Skype-Bildschirmübertragungsrand weg? Einmal raustappen aus Omsi und wieder reintappen. So funktioniert das bei mir. Echt? Muss ich eine Ampel Solltest mal... aber erst machen, wenn du stehst. Ja. Muss ich eine Ampel mal ausprobieren. Die ist ja jetzt eh rot. Weil, nämlich sobald man in den roten Bereich von Skype kommt... guck mal. Sobald man nämlich in den roten Bereich von Skype kommt... Jetzt hab ich den auch nicht mehr. Aber OBS läuft noch. Guck mal. Sobald man in den roten Bereich von Skype kommt, zum dritten Mal, ja... ja, ich wollte gerade sagen, das hast du schon mal gesagt. Nimmt er die Maussteuerung nicht mehr an. Dann ist der offiziell in einem anderen Fenster. Aha. Deswegen habe ich auch gerade so krüppelig gelenkt. Aha. Und konnte nicht bremsen. Übrigens, da links der Warn, die Warndingenslampe ist falsch. Muss ich auch noch umstellen. Links die Warndingenslampe? Ihr Fußgängerwarnlampe. Ach, die Fußgängerwarnlampe. Links neben dem Bus gegenüber. Wieder hinten. Ach so, neben dem. Sieht der Julian nicht. Da, die. Jetzt sieht er sie. Die. Genau. Ja. Jetzt muss sie blinken. Jetzt fahren wir ja los. Aber vorher hätte ich nicht blinken dürfen. Ja. Guck mal, das funktioniert auch gut, ne? Mit der Linie. Hammer. Ja, die bleiben auch brav stehen. Hat auch funktioniert, ja. Hat funktioniert. Ich hab da zwar regelmäßig immer Angst, wenn ich da lang fahre, weil ich die KI kenne. Ich kenne die Omsi-KI. Ja, ich auch. Ja, aber da funktioniert die tatsächlich. Ich hab regelmäßig Angst, ob die mich wirklich erkennen oder nicht. Hier habe ich so überlegt, die Kreuzung nochmal zu ändern, also die Ampelphase. Weil ich finde, ja, hier so eine extra Linksabbiegerampel finde ich irgendwie übertrieben bei so wenig Verkehr und so. Habe ich mir so überlegt. Hast du dir so überlegt? Habe ich mir überlegt. Ja. Aber muss ich nochmal gucken. Ja, muss ich nochmal gucken, aber ich finde die Linksabbiegerampel, ich finde generell innerstädtisch Linksabbiegerampeln gar nicht so verkehrt. Ja, die sind nämlich zum Linksabbiegen. Ja, da kann man dann links abbiegen. Geil, oder? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, der Hammer. Und bei Linksabbiegerampel muss man nicht auf den entgegenkommenden Verkehr achten, weil der hat dann ja normalerweise rot. Aha. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist der eigentliche Grund. Mhm. Und stehst du dann nämlich unter Umständen 10 Minuten... Und der ist noch immer rot gefahren. Ja, das hatte ich vorhin... Wird's nicht. Grüner wird's nicht. Ja, Schnut halten. Ich wollte den Kollegen hier noch lang fahren lassen, die Flora. Nee, aber die ist 3 Kilometer weit weg. Ich hatte vorhin das Phänomen, oder das ab und zu bei 2 Kreuzungen das Phänomen, dass sie bei Gelb noch drüber fahren und dann fahren die anderen schon los, weil die ja dann grün bekommen und dann steht der da. Weißt du, dass da ein Stoppschild stand? Ne? Ja. So zur Info. Und die Flora hat für mich gestoppt. Guck mal, fällt was auf? Fällt was auf? Ja, mir ist es aufgefallen. Ja, dem Julian nicht, ne? Was denn? Nee. Der Hilfsfall? Nö. Nee, deine Module hängen an der Haltestelle. Ach so, das? Ja, das ist mir vorhin schon aufgefallen, als ich die andere Richtung gefahren bin. Ach so, aber Carsten, ja, ist mir vorhin schon aufgefallen. Carsten, ja? Warum steht hier das alte Haltestellenhaus? Weil das so eine Assi-Gegend ist. Ah. Okay. Da fehlte das Geld und die Lust von der RVAG, das zu modernisieren. Ach so. Assi-Gegenden modernisieren wir nicht. Muss in dem Jahr gewesen sein, wo sie den C2 gekauft haben. Hat das denn einen Unfall? Ja, doch am Anfang, das Auto am Hauptbahnhof. Ach ja, stimmt. Deswegen James, ich gehe da mal einfach mal nicht drauf ein. Weil im Stückpreis, da der C2, da es ja nur einen C2 gibt, ja, ist der im Stückpreis teurer als der MAN. Gibt ja noch ein Solo, der ist aber ein bisschen älter. Ja, wow, 2 Jahre. Mir fällt übrigens auf, dass da oben die Masten fehlen von der Oberleitung. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, schön. Das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Mir ist der schräge Poller aufgefallen, aber nicht, dass die Masten fehlen da. Aber cool ist, der Josch ist ja jetzt auch die Probe gefahren. Der hat mir auch mal wieder so ein paar Sachen gezeigt, wo ich dann so hinterher denke, Alter, hast du da einfach aufgehört zu bauen? Ja. Einfach irgendwo anders hingeübt. Ja, gut. Ja, dann hast du eine Idee für eine andere Stelle und dann machst du da weiter. Ja,
Ja, das ist echt so ein Problem, ja. Was denn ist denn so ein Spring ins Feld? Ja, manchmal. Springfield? Ja. Springfield. Der Westring. Westring. Ja. Ne, aber ich muss sagen, Julian, die Haltestellenschilder machen sich gut. Das freut mich doch sehr, dass dir die gefallen. Ich bin da sehr zufrieden mit. Und die Attach Points, die funktionieren einwandfrei. Das ist sehr gut. Also das ging jetzt, wenn ich mir überlege, ich bin ja eigentlich doof, ne? Das sind ja auch so Sachen, die lernt man ja auch dann. Ich habe ja vorher bei den alten Haltestellen von Feder, habe ich über die Koordinaten kopiert und eingefügt. Hätte ich gar nicht machen müssen. Nee, also, hättest du gar nicht machen müssen. Manchmal ist man halt ein bisschen doof, ne? Hat doch Attach Points gehabt, der Feder. Ja. Aber egal. Wenn man halt einfach zu doof ist, dann ist man zu doof. Was denn da? Warten. Worauf? War da nicht beim letzten Mal noch eine Ampel? Da ist auch noch eine Ampel, ja. Ja, da ist eine Ampel, aber wenn die aus ist, ist sie grün. Ach so, genau. Wusste ich nicht. Ich dachte, die halt gibt die ja auch also, beziehungsweise, mit... Beziehungsweise, dann gilt das Schild, ne? Vorfahrt gewährt. Ah. Ja, weil wir haben bei uns nämlich im Real Life hier haben wir eine Ampel, die ist, wenn die aus ist, rot. Die aus ist rot? Ja. Wie funktioniert denn das? Also wer hält sich denn dann an eine Ampel, die aus ist? Meine nicht. Aua, scheiße. Sorry. Also Dortmund. Aus heißt eigentlich immer, dass das Verkehrszeichen, was an der Ampel hängt, gilt. Tageskarte, 9 Euro, das aber hab ich, Carsten. Danke. Ja, hallo. Ich weiß gar nicht, wie sind denn die VRR-Preise überhaupt? 2,70 Euro für eine Einzelfahrt in Preisstufe A. Preisstufe B sind 5,70 Euro. Weiß ja nicht, was du da haben möchtest. Aber ich denke mal, Preisstufe A wird es sein. Dann nee. Kurzstrecke sind 1,60 Euro. Kinderkarte ist auch 1,60 Euro. Tagesticket ist, glaube ich, auch in der Seitenstraße, ne? Die Autos sind ein bisschen tief. Oh, echt? Der Bulli ist gerade mit dem Platten gefahren. Johannes Rauplatz. Ja, da sind die Assis rumgelaufen. Ach, guck mal, ich hab grün. Cool. Ja, grün. Guck, da habe ich auch was verändert. Oh Gott, hier ist aber eine ganze Menge Verkehr da. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Knoten. Was hast du denn verändert, dass die eine Ampel nach rechts zeigt und die eine nach links? Ja, die nach links. Ich habe da vorher geradeaus gehabt, aber geradeaus fährt man ja eigentlich eher ins Haus, ne? Ja, gut, aber man konnte es verstehen. Ja, gut, aber so finde ich es jetzt noch eindeutig. Aber guck mal, warte mal. Ja. Da rechts, ne? Rechts? Ob da, ja, da. Ob sich da gleich was tut, das würde mich mal interessieren. Hier. Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Hast du das etwa nicht getestet? Nee, ich hab's einfach mal eingebaut, jetzt ohne zu testen. Alter, also, das heißt, ich lasse mal die Tür offen. Wie sieht's denn mit dem Fahrplan aus? Ich hab Verspätung gerade. Achso, dann hätten wir ja schon den. Dann passiert da wahrscheinlich nichts mehr. Naja. Naja, egal. Ja, dann kannst du ja gleich bei grün fahren. Also bei weiß. Ja, hier muss irgendwie auch noch mehr Verkehr, finde ich. Also irgendwie, ich habe das schon auf höchster Stufe und komischerweise ist da kaum was los. Merkwürdig. Aber ich habe gemerkt, dass du da gegen Ende den Verkehr reduziert hast. Ja, da in der einen Seitenstraße, wo wir bei dir losgefahren sind, da waren wir doch... Ach so, ja, da habe ich da hast du reduziert. Deutlich was verändert, ja. Da hast du deutlich reduziert. Ja, in der ganzen Siedlung war irgendwie also normale Verkehrsdichte. Das fand ich dann irgendwie dann doch ein bisschen unrealistisch. Hatte ich halt vergessen, ne? Tja, passiert. Dich da einzustellen. Ich habe dort die ganze Zeit. Jetzt hab ich grün. Jetzt hast du grün. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil die Autos fahren jetzt gleich los. Genau. Man darf da nicht zu weit in den Gegenverkehr, aber das geht. Das geht, da kommt man gut rum. Hätte ich mir nur auch zwischendurch mal Sorgen gemacht, ob ich das... Ach. Vielleicht die eine Ampelphase von denen noch ein bisschen länger rot lasse. Schön bremsen hier. Da stand ein Bügel auf dem Parkplatz, habe ich gesehen. Ein Bügel?
Was denn für ein Bügel? So ein Schutzbügel für die Pflanzenwelt. Hui. Hui. Hui, ein Schutzbügel. Ein Schutzbügel, ja. Genau. Auch bei der RVAG wird Umweltschutz groß geschrieben. Mhm. Genau. Deswegen haben wir auch so viele Bäume. Wie überall in Deutschland. Mhm, klar. Deswegen haben wir auch so viele Bäume hier. Genau. Ja, Ruhrau ist halt eine sehr grüne Stadt. Julian, hast du schon mal irgendwo einen Ort gesehen, wo man Umweltschutz kleinschreibt? Nein. Gut. Ansonsten hätte ich dir auch geraten, da mal mit einem roten Marker lang zu gehen. Das ist dann nämlich falsch. Ich habe gerade einen Fehler gesehen. Ja, was denn? Du kannst hinter der Haltestelle hergucken. Muss ich mir mal aufschreiben. Wo sind wir da jetzt nochmal? Weiher, ne? Am Weiher, ja. Aber da hat der Carsten Dreieck hingemacht. Da hast du ein Dreieck an die Ampel gemacht. Ja, war gerade an, ne? Oder? Ja. Warte mal, das gefällt mir nicht, der Lichtmodus. Sonst wäre es mir nicht aufgefallen, Carsten. Ach so, ja. Klar. Stimmt. Ja, da ist ein Dreieck. Dass man dann halt fahren darf, auch wenn... 22. Ach, ne? Guck mal, ich hab grün. Ah, jetzt hast du grün, jetzt hast du ganz. Aber hättest du da nicht schnappen. Oh. Ja, hat der Jatak geschlafen, ja. Hat der Jatak geschlafen? Nee, ich wollte eigentlich gerade nur noch eine Frage gestellt haben. Ja, was denn? Hättest du da nicht dann besser den Fall nach links gemacht? Da muss man die abknickende Vorfahrt hin. Nee, hätte ich nicht, weil. Abknickende Vorfahrt, ja. Weil da auch eine Linie ja vielleicht irgendwann mal kommt geradeaus. Ah. Ich weiß nicht, gibt so ein Schild für alle Richtungen? Keine Ahnung. Glaube ich nicht, ne? Glaube ich auch. Dann, hier, die haben einen Platten. Bums. Nix Bums. Das parkende Auto hast du erwischt. Nix Bums. Erzähl mir nichts, das hast du erwischt. Ach, Schietschnack hier. Welches soll ich denn erwischt haben? Oh, ich hab hinten in der Kurve. Hier steht doch alles. Ja, nee, das eine, was da durch die Kurve durch den Boden gefallen ist, bestimmt nicht. Das gucke ich mir im Video an. Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Guck mal, jetzt hast du mich bei dem Kunden hier schlecht aussehen lassen. Da. Nee, das schaffst du auch alleine. Was sollen die armen Kunden denn sagen? Die haben ja nur wenig nicht, gute dass, Busse dass hier. Dass sie einen schlecht aussehenden Busfahrer getroffen haben? Weiß nicht, dass sie vielleicht das Pech haben, dass 50% der Busse Mülleimerproduktion sind. Mülleimerproduktion? Ja. Was sind denn Mülleimerproduktion? Nee, streng genommen eigentlich nur 25. Von Müll aus Nürnberg? Ah ja, stimmt. Also. 25. Ja, wobei Solaris ist, sieht zwar... Die fahren durcheinander, Carsten. Ja, das verstehe ich nur nicht. Das I don't understand. Ja, but you saw it. With your own eyes. Das darf so nicht passieren tun. Ja, ist aber. That's a stupid Audi-Fahrer. Was? Ja, der typisch. Da ist doch. Der ist doch. Ne, typischer bin ich gesagt, aber der ist stupid. Der Erlenweg. Nee, aber ich hab typisch gesagt. Ja, ich meine aber nicht typisch. Du hast uns die eine Announcement aber nicht mitgegeben, hallo. Carsten. Ne? Nee. Cool. Nee, finde ich nicht cool. Ich hätte die gerne gehabt. War ein Test? War ein Test? Ja, ich hätte die trotzdem gerne gehabt. Die Announcement. Ja? Das ist aber nicht alles. Aha. So sieht aus hier. Ja, Beta-Tester so bekommen Teile unterschlagen der Karte hier. Ja, ist ja nicht die offizielle oder die fertige. Ne? Da kommt einer. Ah ne, der Beat-Up. Hast aber Glück gehabt. Ach, dein Glück. Können. Ich schaff dort. Kann dort alles. Aber Carsten, wegen der einen Ecke, wo du dir Sorgen gemacht hattest, in der anderen Richtung. Ja. Mit dem Grünstreifen da. Also bin ich selbst mit Maussteuerung rumgekommen, also das ist machbar. Ja, das ist gut. Ja, ich habe den auch ein bisschen entschärft mit dieser Ausbuchtung dann. Also von daher müsste das mittlerweile sehr sauber zu fahren sein, ja. Guck mal, die Feuerwehr. Hat eine
jede Menge Krankenwagen. Hier war ursprünglich mal Ende der Linie. Mhm. Dann hat die sich doch noch verlängert. Gar nicht so lange her, ne? Nee, gar nicht so lange her. Also die letzte Zeit ist echt so einiges passiert. Da ist ordentlich gesprießt. Und hier wird gebaut. Mhm. Hier kommt in 10 Jahren mal der Betriebshof von Ruhrau hin. Vielleicht, ja. Mal schauen, war so eine Idee tatsächlich für eine spätere Version. Das nächste Berlin-Flughafen-Projekt. Aber mal schauen. Ich kann hier. Ich darf hier sogar fahren. Du darfst fahren. Ja, ich muss mit dem Carsten nochmal reden, dass der Spandauer Betriebshof mal verschwindet. Du hast auf Carsten so einen krassen Einfluss, ja? Erst beredest du dem, welche Busse der haben darf. Und da ist ein Auto gespawnt hier, der gelbe. Der Carsten hat von sich aus gesagt, dass er gerne eine gute Mischung haben möchte. Ja, eine gute Mischung beinhaltet aber nicht nur zwei C2er. Werde ich bei demjenigen, der den Rotzkarren in Omsi gebaut hat. Ja, danke, Darius. Toll. Danke. Danke, danke. Bitte. Guck mal, ein alter Citaro. Ja, ein alter Citaro. Fahren aber echt viele rum, ne? Ja. Hast du sehr viele in die AI-List gepackt? Ja, ich habe jeweils 15 Busse rein. Hallo. Diese vorläufige. Guten Tag. Ist ja nicht die finale Version, ne? Ne, ist nicht die finale Version, ne? Oder? Nee. Ne, James? Ne, James? Ne, ist nicht die finale, aber ich kann, morgen schon mal eine zusammenbasteln. Aber James, bastelst du morgen mal eine zusammen? Und ja, machst du mir dann morgen noch das Repaint? Und machst du mir das noch? Und machst du mir dies noch morgen? Ja, das fällt wieder unter die Kategorie, weißt du, Carsten, dem reißt den kleinen Finger und er frisst deine Hand. Ja, ja. Machst du mir das alles morgen? Alles. Am besten eigentlich gleich noch, nach der Aufnahme. Ja, so, genau. Oder gestern. Wo war jetzt da der Poller? Bist du dran vorbeigefahren? Ja, zeige ich sofort. Ich wollte kurz zur Haltestelle. Achso, du wolltest zur Haltestelle. Ich hatte vorhin eine Haltestelle, da waren sie ein bisschen launisch mit dem Einsteigen. Ne, hier war das noch nicht. Oder? Doch, hier. Ja? Ja. Siehst du, da hat der Jatak wieder geparkt. Ich fahr kein Golf. Oder VW. Fahr ich nicht. Fährt er nicht, der Jatak. Ich fahr nämlich gar kein Auto. Hä? Sagt der Jatak euch jetzt so, ne? Aber ist euch mal in dem Überlandabschnitt in Ruhr 1 aufgefallen, da ist auch jemand gegen die Ampel gefahren. Das war auch Jatak. Genau, ist auch ein Golf. Ja. Warte, 180 Überlandabschnitt, du widersprichst dir gerade selbst, mal lieber. Ja, stimmt, den Test hat er. Weil ich bin nur bis Kirchdorf gefahren. Ja, er hat das mit dem Bus nur bis dahin getestet, aber mit seinem PKW ist er ja überall rumgefahren. Ich habe keinen PKW. Hui. Hui. Hier ist kaputt, die Straße. Mhm. Ja, so ja, ist es aber, ist auch ein bisschen lassiger. Aber die Grundschule... Die ist aber tatsächlich noch nicht so lange kaputt. Die Grundschule ist dann da, oder was? Nee, die Grundschule kommt wieder weg. Ach so, also für 2017. Also das war mal eine Grundschule, jetzt ist es ein Wohnhaus. Ah. Mit Garagen und so. Ah, okay. Nee, ich war... Dann kannst du ja ein Wohnheim daraus machen. Der Arsch ist mir drauf gefahren. Das könnte man auch, das stimmt. Irgendwie so ein Kinder- und Jugendwohnheim oder so. Aber guck mal, Julian, fällt dir noch was auf? Ja, du hast den Dings hier gemacht. Da ist jetzt nicht mehr Wiese. Ja, das auch. Und was noch? Da ist der Hilfsfall noch da. Ja. Ja, genau. Ich habe da ganz viele Hilfsfeile für die Linie gemacht. Danke, Carsten. Ja, ich habe mal das Kreuzungsobjekt ein bisschen gemacht. Aber da, ja, den sieht man wirklich schlecht. Okay. Da gebe ich dir vollkommen recht. Muss der Julian nur noch die Befestigung für die Leitplanke machen, ansonsten hängt die nämlich in 3 Monaten durch. Das sind Siemens Lufthaken, meine Güte. Du. Die halten sich immer nur an den Außenstellen, da stehen die noch drauf. Da muss der Julian echt mal was machen. Ja, besorg mir mal Maße von so einem Teil. Julian, geh doch mal in die Außenwelt und nimm den Zollstock mit. Nimm dir, klar, ich stelle mich mit dem Zollstock. Ich dachte, ey Carsten, wüsste jetzt irgendwas von wegen Maßen. Nee. Also ich wusste jetzt nicht, dass wir jetzt mit Zollstöcken unseren Leitplanken stellen müssen. Ja, du schon. Wie bescheuert soll das denn bitte aussehen?
Ist doch egal. Ey, Moment, ich muss mal gerade die Leitplanke vermessen. Ja, eben. Wie jemand eine Leitplanke ausmisst. Ja. Dann ziehst du jetzt so eine Weste an, so eine orangene, dann fällt das gar nicht auf. Sagt da nichts mehr, ne? Nee. Klar. Nee. Wo soll ich so eine orangene Weste herbekommen? Aus dem Geschäft? Ja. 2,50 Euro? Ja, ich kaufe mir extra eine. Oder bei deinem Vater aus dem Auto. Genau, die musst du nämlich jetzt dabei haben. Übrigens, Josh, hier kann man tatsächlich nur, falls der Josh das jetzt sieht, guckt er dir überhaupt deine Videos? Nee, ne? Die sind ja nicht so toll, ne? Nein, Scherz. Da wird noch ganz kräftig gebaut, weil da kommt ja dann noch der Schnellbus und deswegen ist das egal, dass man da gerade so Müll sieht. Was der Josh alles sieht? Ja, nee, der hat mir wirklich so Sachen gezeigt, wo ich gedacht habe, boah, nicht schlecht. Also was dem alles auffällt, da denke ich mir gerade, boah. Boah. Hätte ich nicht gesehen. Hey, Alter, so eine normale Fahrkarte. Ja, der Josh, der ist ordentlich. Boah, da auf dem ist noch die 169 da auf der Liste. Nee, nicht da. Nein, da. Das sieht schön aus, ne? Da steht übrigens auch die 169. 169 zum Felber ZOB. Aber die fährt doch zum Paradies. Ja, ja. Carsten. Ja, ja, ja. Irgendwelche Fahrpläne mussten wir ja nehmen. Ne? Kontinuitätsfehler, mein Lieber. Also wer das macht, irgendwem auffällt. An jeder Haltestelle den richtigen Fahrplan hinhängen, ne? Nein, aber ich meine die Kontinuitätsfehler jetzt eigentlich mit... Der Julian rast da, aber... Ich meine jetzt eigentlich Kontinuität. Fährt 25. Kontinuitätsfehler mit, Ja, jetzt. Dass die auf dem Fahrplan nach Felbert fährt und auf dem Lumino und auf der Matrix nach Paradies. Julian? Ja. Ich würde was sagen? In die andere Richtung fährt sie nach Felbert. Die 169 fährt da gar nicht. Ja. Oh, ja, ich weiß. Aber die Haltestellenschilder stehen auch an Orten, wo die 169 fährt. Da hat er recht, der Julian. Weil das mag sein, aber du hast ja jetzt von der Haltestelle gesprochen und da fährt die 169 Nein, gar nicht. Nein, ich habe allgemein von allen Haltestellen gesprochen. Nein, hast du nicht. Nein, das will ich nicht, dass du das hast. Ich will nicht, dass du recht hast. Ich halte jetzt gegen. Ich bin ja das aber anders. Das ist doof. Ach nee, herrlich. Aua. Erinnert mich so ein bisschen an meine Tochter. Schon wieder das Mikrofon geschlagen. Nein, ich will das aber nicht. Warum war denn da so ein Knick drin? Was für ein Knick? War der schon immer da drin? Ja, der Knick, der dieser extreme Knick, wo du so hügelig gefahren bist. Ja, da ist nämlich ein Straßenschaden plus, dass sich die Dings da verändert. Mhm. Will der keiner aussteigen? Nee. Cool. Hab ich schön eingestellt, ne? Ja. Dass man auch mal an der Haltestelle vorbeifährt. Cool, ne? Ja. Jetzt hier kann man nämlich auch jetzt nicht mehr drunter gucken. Das habe ich nämlich auch geändert. Der fährt nicht? Nee, der steht da. Gut, ne? Ja, super. Irritierend, ne? Sehr gut. Ja, das ist auch für die Leute wie dich, die dann sonst immer da durchbrettern. Hä? Ja, ich nehme dich heute ein bisschen hoch, merkst du? Nein, gar nicht. So, guck mal, rot. Nee, aber Carsten ist ja so. Ja, ja, so ein bisschen einbremsen. Also so wie der gerade durch das Wohngebiet geballert ist? Ja, ja. Sagt derjenige, der noch bei Carsten im Video gesagt hat, ich fahre ja auch gerne mal 10 km/h zu schnell. Aber nicht da. Aber nicht da. Nice. Überall sonst, nur nicht da. Also es gibt so ein paar Stellen, da mache ich das tatsächlich nicht, weil es mir dann zu eng ist. Du hast da einen braunen Rand am Mund. Ja, ich mag Nutella. Kommt vom Scheißeladen. Heute ist übrigens Welt-Nutella-Tag. Ja, siehst du mal. Ich hab noch Nutella hier. Boah. Geil. Hammer. Ja, könnte ich mir nachher noch ein Löffelchen holen und so. Mhm. Und löffeln? Aber irgendwie... Ja, klar. Hast du den Verkehr irgendwie relativ runtergestellt? Nein. Wir können ja nochmal die Einstellungen später abgleichen. Ja. Bei mir war mehr los. Weil eigentlich... 200? Hast du die Frau umgefahren? Die stand im Weg.
Läuft die da auch rum, ne? Ja, läuft die da auch rum. Ja. Hi. Wie heißt der, unser Ender hier? Mahatma. Mahatma, genau, Mahatma. Mahatma heißt er. Ja, mit Nachnamen heißt er Fatal Error. Ah, guck mal. Möchte aussteigen, glaube ich. Guck mal, die stehen falsch rum. Jawohl. Guck mal, die stehen falsch rum. Hatte ich vorhin. Also ein paar stehen falsch rum, ein paar richtig rum. Hatte ich vorhin auch noch an ein, zwei Haltestellen. Auf der anderen Seite. In der andere Richtung. Hier, guck mal. Machen wir den hier. Oh, das ist aber nett. Ja, ich bin halt bei der RVAG geschult worden, ne? Ja, die sind schon immer gut, normal. Die Lehrer da, ne? Ja, die sind schon gut. Mhm. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Da zieht der niemals durch mit dem Fahrscheinverkauf. Ich wollte es gerade sagen, ist ja schon Respekt, Julian, Respekt. Macht er jetzt nur, weil ich da vorhin dran gezweifelt habe. Nee, habe ich auch vorhin schon die ganze Zeit gemacht. Oh. Aus Sick alleine schon, ne? Damit der jetzt falsch liegt. Haben wir die Rampe vergessen? Der hätte der James ja auch mal wieder einklappen können hier. Sitzt direkt an der Tür. Aber vorne sitzt der James. Der hat das gar nicht mitgekriegt, dass sie die rausgemacht hat. Weil der James nur seine Kopfhörer im Ohr hat. Nicht aufpasst. Und genau. Musik hört. Oder Pornos ganz laut. Ganz laut. Ja, genau. So laut nämlich, dass das jeder hört. Ja. Das stört die Leute. Ich sag das jetzt über die Buslautsprecher durch. Könnte die Person, die jetzt hier an der ersten Tür sitzt und ihre Musik ganz laut hat, diese bitte leiser drehen? Das stört die anderen Fahrgäste. Dankeschön. Meinst du? Oder ich sag's dir so im Busfahrerjargon, bis du es auch verstehst. Aber wir sind hier nicht in der Disco. Kann das sein? Was denn? Sind wir nicht? Nee. Ich glaube, die Mülltonnen hängen ein bisschen hoch. Dachte. Nee, sind wir nicht. Ah, wir sind hier nicht in der Disco. Ne? Junger Mann. Ne? So ist aber auch. Ne? Finde ich jetzt aber nicht schön. Wer ist jetzt mal Julia. Disco, Disco, Disco! Du bist so ein Drecksack, ey. Das ist geil. Wobei, das Lied war ja noch gut. Das war noch gut, ne? Und geh mal frei. Und ich habe die Permissions, dass ich das benutzen darf. Oh, da kommt dir ein Kurs entgegen. Mal alles locker. War, da, ja. War der Gertrud, den kenne ich doch. Okay. Der Gertrud. Der Gertrud. Ja, der hat sich umwandeln lassen. Naja. Ja. Das war der Gertrud Dieter Fritz Wilhelm, du. Dieter Fritz Wilhelm. Ja. Jetzt dreht er völlig durch. Ja, ich glaube auch. Boah, ihr seid scheiße. Und ich soll für die Karte hier Objekte bauen. Ja, klar. Ihr könnt euch abschminken. Aber hier. Das eine hat doch mit dem anderen nichts. Ja, klar. Bisschen mal, Julian, menschlich immerhin, behandelt immerhin werden möchte ich hier auch immerhin noch. Stehst du dann in den Credits und wirst berühmt. Ui, ja. Toll. Du wirst berühmt, wie geil. Aber was ist das denn? Was? So kommt dein Hornbus. Ich fand das ja irgendwie schon cool, dass gestern, aus heutiger Sicht gestern, aus der Sicht der Zuschauer vorgestern, bei mir unter dem Video jemand gefragt hat, ob das Ding wirklich, oder was es kosten wird. Das fand ich cool. Ja. Ah, das war sehr schön. Bei mir wurde jetzt auch unter dem Video gefragt, ob der O303 Payware oder Freeware wird. Hier, an der Haltestelle sind die in beiden Richtungen launisch mit dem Einsteigen. Oh. Guck mal, der schwebt was. Und zwar am Panorama-Bad. Da waren sie bei mir vorhin auch schon launig. Warum, Julian, bist du den O303 denn schon gefahren? Nee, aber ich habe davon erzählt. In einem Video. Achso. Dann wurde gefragt, Payware oder Freeware. Ja, Carsten, ich glaube, da musst du den Radius noch ein bisschen erhöhen. Ja, das habe ich ein bisschen runtergedreht, damit die nicht von der Gegenseite dachten. Darüber rennen, ne? Aber, hab da recht. Musst du nochmal mit die Werte spielen. Oder abmessen und da so ein H-Zeichen wie in Alhem und Lorenzbach zum Beispiel hinstellen. Ein H-Zeichen? Ein H-Zeichen.
Ja, so eine Haartafel. Die macht doch gar keine Haartafel hin. Die stehen in Aachen und Lorenzbach auch alle Nase lang irgendwo rum. Da hast du ein Schwein, ne? Ja. Ich hab eins mit dabei, nämlich. Nee. Aber ich glaube, hier muss ich auch den Bürgersteig ein bisschen den Radius erhöhen. Ne? Nö, ich finde das okay so. Zu sehr in den Gegenverkehr. Merscheid LVR-Klinik. Ja, das Eingang geht. West. Hoppala. Soll ja eine Herausforderung sein, oder nicht, Carsten? Ja, schon. Also. Hallo. Man fährt ja nicht so schnell um die Kreuzung. Ne? Hallo. Oh, ja. Darius, baut gute Busse. Ja, du stehst leider auf dem Bürgersteig. Das stimmt gar nicht. Doch. Nein. Doch, ist ja wohl. Hast du nicht gesehen? Doch, sehe ich. Hab ich ja wohl gesehen. So. Die Ampel ist rot, ne? Ja. Guck mal, Julian. Pass mal auf, die Ampel ist rot. Ja, sehe ich. Deswegen stehe ich hier. Wir sind gleich schon da. Sind wir gleich schon da, ja. Gleich ist das Ziel erreicht. Oh, jawohl. Ja. Hier die LVR-Klinik. Bin ich mal gespannt, ob dem Julian an der Ampel genau das gleiche passiert wie mir beim Testfahren. Also beim ersten Testfahren ist mir das nicht passiert. Nee, jetzt in die Richtung. Ja. Ich bin die Tage ja schon mal Test gefahren in die Richtung. Mit meinem Lenkrad. Da ist mir das nicht passiert. Da ist ihm das nicht passiert. Hatte nämlich in beide Richtungen. Guck mal, das funktioniert auch, dass sie drüber latschen. Meinst du gerade, dass ich das Schild mitgenommen habe? Nee, aber das könnte durchaus sein bei der Kollisionsbox von dem Schild. Ich hab da, als ich über die Haltelinie gefahren bin, sind mir die Fahrgäste durchgedreht. Nee. Mir nicht. Aber das kann vielleicht daran liegen, dass sie jetzt eh schon alle aussteigen wollten wegen dem Schild. Ey, ich glaube, der Carsten hat die Ampel da verändert. Nee. Ich hab da nichts verändert. Ich hatte das Gefühl, der Mast war vorher etwas länger. Nee, ich wirklich nicht. Das würde ich sagen. Ich schwöre. Ich schwöre. Aber ich hab da nichts gemacht. Okay. Definitiv nicht. Ist es richtig, dass die Schienen nicht rumpeln? Ja, weil die weit genug wahrscheinlich im Boden sind, dass sie nicht rumpeln. Also zumindest nicht doll sollten sie rumpeln. Die haben jetzt hier gar nicht gerumpelt. Guck mal, die 462. Die 462, finde ich total cool. Die 462. So. So. Der steht aber schief. Ja. Oder stehen wir jetzt schief? Wir stehen schief. Wir haben genielt. Ach so, also. Ah, okay. Aber, aus irgendeinem Grund, krieg ich keine Auswertung nicht. Ah, doch. Jetzt. Ich kann die mal speichern. Ja, speicher die mal. Bist ja natürlich gefahren. Obwohl wir jetzt auch sehr viel gequatscht haben, ne? So, speichere ich die. Ja, du bist trotzdem gerast wie ein Irrer. Ja, also ich fand das jetzt nicht, dass. Wir haben ja nichts so angehalten oder so. Richtig? Ja. Ja, bist du. Also von daher. Danke, Windows. So, jetzt vielleicht noch Dankeschön. Hat der schon umgeschildert jetzt wieder? Ja, das ist auch irgendwie Omsi. Keine Ahnung. Da kann der Carsten aber nichts für. Also, da sind rechts überall Pfade. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Total mir Schubbe. So, wir haben es geschafft. Das war die 165 in die eine Richtung. In die andere Richtung ist der Carsten, die bis jetzt schon gefahren. Beim James gibt es die 184. Und beim Josh gibt es bestimmt auch nächste Woche oder so irgendwie ein Video. Er ist ja dann fertig mit seinen Klausuren. Und ich würde sagen, vielen Dank an Carsten und James fürs Mitbeleidigen. Nein, sehr gerne. Fürs Mitfahren, ja. Ja. Und ich sag auf Wiese gehen, ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.